Wie geht's ihr? Den Umständen entsprechend, lange wird sie es nicht durchhalten. Verstehe. Ich übernehme dann einmal hier. Okay, passt. Na gut, Mama, dann machen wir uns mal einen schönen Tag. Ihre Einsätze sind gefährlich und gewagt. Sie kämpfen ohne Limit. Ihre Gegner sind Kriminelle, Betrüger und Erpresser. Verbrechen ohne Grenzen. Alle Einsätze haben höchste Priorität für das Team von Sokoflight. Marie, das ist zwar der erste Tatort, den du gerade siehst, aber dieser Fall wird etwas heikel. Warum das? Und vor allem, wo ist Nico? Bei der Toten handelt es sich um Nikos Mutter. Nico hatte gestern und heute frei und deswegen bist du da. Verstehe. Naja, wir müssen es ihm trotzdem sagen, dass seine Mutter tot ist. Das machen wir, Marie, das machen wir. Der Tod von Julian und seinem Freund Max war für Nico nicht leicht zu verkraften. Deswegen wird er wohl jede Unterstützung brauchen, die er kriegen kann. Alles klar. Also, weshalb musste ich meinen freien Tag opfern, um hierher zu kommen? Wir müssen dir etwas Wichtiges sagen. Oh, bitte kein Herpes, bitte kein Herpes, bitte kein Herpes. Deine Mutter wurde heute tot aufgefunden. Was? Das darf nicht wahr sein. Mein Beileid. Tut mir sehr leid, Nico. Das kann nicht sein. Sie hatte noch ein paar Wochen zu leben. Wie meinst du das? Meine Mutter hatte Krebs im Endstadium. Für sie gab es keine Chance mehr. Das ist schon seit ein paar Jahren bekannt. Wann hast du deine Mutter zuletzt gesehen? Wird das gerade ein Verhör, Saskia? Du weißt, ich musste diese Frage stellen. Es geht nämlich darum, dass sie nicht durch ihre Krankheit gestorben ist, sondern durch Fremdeinwirkung. Fazit, es war Mord. Warum sollte jemand meine Mutter töten? Der kann etwas erleben, wenn ich ihn erwische. Elendiges Arschloch. Bezüglich deiner Frage, ich habe sie gestern zuletzt gesehen. Okay, ist dir irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? War etwas anders als sonst? Nein, war alles dementsprechend okay. Na gut, dann sehen wir einmal, was wir noch so in Erfahrung bringen können. Warte mal, mit wir meinst du doch wir beide, oder? Ich und Marie. Ich will nicht, dass du gefährdet wirst, Nico. Ehrlich? Ich kann mich beherrschen. Wie oft habe ich dich unterstützt, als es um Enrico ging? Oft genug, oder? Vertrau mir bitte, ich halte dich auf dem Laufenden. Du sollst jetzt nur einmal die Gelegenheit bekommen, um zu trauern. Julian. Max. Jetzt ist auch noch meine Mutter weg, die sich immer um mich gekümmert hat. Ich will nicht wissen, wie einmal mein Ende aussieht. So wird es ganz bestimmt nicht enden. Herr Neumeister, mein Name ist Hauptkommissarin Saskia Hagen. Ich muss Ihnen einige Fragen stellen bezüglich des Todes von Christine Herzog. Sagen Sie. Wann haben Sie Christine Herzog zuletzt gesehen? Gestern bis etwa 16 Uhr, dann kam Ihr Sohn und hat sich den Rest des Abends um Sie gekümmert. Dazwischen haben Sie sie nicht gesehen? Oder war an diesem Tag etwas anders als sonst? Weder noch, außer halt, dass Ihr Gesundheitszustand etwas schlechter geworden ist. Okay, verstehe. Danke. Ich habe mit dem Pfleger von deiner Mutter gesprochen. Er meinte, dass du den ganzen Tag mit ihr unterwegs warst, richtig? Ja, war ich. Worauf willst du hinaus? Nico, deine Mutter ist getötet worden und ihr Gesundheitszustand ist auch noch schlechter geworden. Ich glaube kaum, dass jemand eine Frau aus Rachegründen oder dergleichen ermordet, aber Sterbehilfe ist durchaus möglich.
Glaubst du gerade, dass ich meine Mutter ermordet habe? Nein, du bist kein Mörder. Es geht aber nur darum, dass ich kein Motiv finde, weshalb jemand deine Mutter einfach so umbringt, außer ihr das Leiden zu ersparen. Ich habe meine Mutter um 21 Uhr nach Hause gebracht und dann bin ich nach Hause geflogen. Das war's. Was zwischen 21 Uhr und bis zum Fund der Leiche war, kann ich dir nicht sagen. Okay, dann kann es eigentlich nur der Pfleger gewesen sein. Ich kümmere mich darum. Nein. Wie nein? Wir machen das zusammen. So, Sterbehilfe bei meiner Mutter, du dreckiger Penner. Sterbehilfe bei meiner Mutter? Geht's noch? Sie wollte das so. Sie konnte ihre Schmerzen nicht mehr ertragen. Tut mir leid. Mir wird es auch bald leid tun. Hey, bleib wo du bist. Sonst was? Willst du mir dann auch beim Ableben helfen? Nico! Tut mir leid. Es ist vorbei. Neumeister, Sie sind verhaftet. Danke. Wofür? Dafür, dass wir das Schwein platt gemacht haben. Nico, wir sind ein Team. In der Tat, wir sind das Team von Soko Fly.